Die spanische Polizei hat ein U-Boot mit Kokain im Wert von 100 Millionen Euro an Bord sichergestellt. Das Schmugglerboot ist bereits am Samstag vor der Küste Galiciens abgefangen worden. Im Inneren des 20 Meter langen U-Boots fanden die Beamten 152 Päckchen mit insgesamt 3 Tonnen Kokain. Bislang war der Einsatz von U-Booten im Drogenhandel vor allem aus Lateinamerika und den USA bekannt. Es ist das erste Mal, dass diese Methode zum Drogentransport in Europa aufgedeckt wurde, so die spanische Polizei. Dies ist eine historische Operation. Es wird ein Vorher und Nachher geben. Denn offensichtlich bedeutet dies nun für die Sicherheitskräfte, dass U-Boote dieser Größe an den europäischen Küsten landen könnten. Wir haben somit eine neue Arbeitshypothese. Zunächst war aus Ermittlerkreisen verlautet, dass das U-Boot aus Südamerika komme. Die Polizei sagte jedoch, die genaue Herkunft müsse noch ermittelt werden. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben am Wochenende 2 Äquatorianer fest, als sie von dem abgefangenen U-Boot fliehen wollten. Einer dritten Person gelang die Flucht.